diesem Video geht es um Praxisbeispiele. Ich erkläre dir anhand von einer Plattform, und zwar von Tinder, wie das Profil auf mich als Frau wirkt. Und zwar habe ich dazu das erste Profil. Und zwar, das erste Foto ist ein sehr, sehr stark bearbeitetes Foto. Sollte man tunlichst nicht machen, aber es geht. Sein Gesicht ist gut zu erkennen. Es ist zwar sehr stark bearbeitet, aber dennoch kann man ihn erkennen. Dann haben wir jemanden, der ein Selfie gemacht hat. Er ist gut zu erkennen, das Bild ist scharf, er lacht. Es ist durchaus okay. Hätte Potenzial, schöner wäre es, wenn er noch ein anderes Bild hätte, wo er irgendwo im Urlaub oder irgendwie größer zu sehen ist. Aber wenn man gerade die Möglichkeit nicht hat, wäre das jetzt was, was man durchaus, ja, was durchaus akzeptabel ist, um einen Mann näher kennenzulernen. Schade ist, es ist auch hier nichts in den Kommentaren drin. Keine Größe, kein gar nichts. Ja, hier haben wir ein sehr interessantes Beispiel. Mehrere Bilder, jedes einzelne Bild trägt er eine Sonnenbrille. Auch jedes einzelne Bild ist ein Selfie. Auf den meisten trägt er auch noch eine Mütze. Ich erkenne also quasi nichts von seinem Gesicht. Dann haben wir noch ein Foto, auf dem er zur Hälfte drauf ist. Und auf der anderen Hälfte ist sein Haustier zu sehen, ebenfalls halbseitig. Total uninteressant. Das nächste Profil haben wir ein Bild im Auto, in einem Sportwagen. Er selbst ist nicht zu erkennen in dem Wagen, nur ganz klein, also ich kann nichts von dem Mann selber sehen. Wenn man sich das Bild genauer betrachtet, erkenne ich, dass das eine Probefahrt ist, weil das Autohaus und die Werbebanner von dem Autohaus mit draufstehen. Hier haben wir endlich jetzt mal jemanden, der das gut gemacht hat. Ich sehe, es ist zwar das erste Profilbild, allerdings ist er sehr gut zu erkennen. Er ist komplett drauf. Ich sehe sofort seine Statur. Er lacht auf dem Foto, super sympathisch, kommt darüber. Animiert mich auf jeden Fall, noch weiter zu klicken. Dann hat er auch noch mehr Fotos, dann sieht man sein Gesicht besser. Er lacht fast auf jedem Bild, alleine das auch mit Sonnenbrille, ohne Sonnenbrille, beim Sport auch noch eins dabei. Es macht ihn sehr sympathisch. Er hat leider auch keinen Text dran. Allerdings wäre das jetzt jemand, der ja, schon mal sehr sympathisch rüberkommt. Ja, Foto in der Muckibude, das ist auch kein Text, ist jetzt natürlich in der Muckibude. Und nur eins bisher fand ich wirklich richtig gut. Es ist auf jeden Fall Potenzial da, sein Profil zu verbessern. Hier sehe ich das allererste Bild, ein Bier. Was soll mir das sagen? Nichts. Also dann habe ich noch ein Bild, wo er nicht richtig zu erkennen ist, mit Sonnenbrille. Absolutes, interessiert mich gar nicht. Nee. Das ist jetzt hier mal ein halbwegs gutes Profil, einige Selfies, Porträt und auch man sieht auch mehr von ihm. Leider kein einziges Bild, wo er da drauf lacht. Er hat aber 5 Stück oder so drin. Ist halt schade, dass er da nicht irgendwie mal ein bisschen sympathischer wirkt, weil er kein Lachen hat. Hier haben wir ein Beispiel, der auch die Bilder ganz gut ausgesucht hat. Er lacht auf dem ersten Profilbild, er ist zwar nicht ganz drauf, allerdings wirkt er trotzdem relativ sympathisch. Das zweite ist extrem unscharf, aber man erkennt ihn irgendwie noch. Das ist jetzt hier ein Profilbild beim Sport, wo ganz viele Menschen drauf sind. Da brauche ich echt lange, um zu sehen, wo ist er denn nun. Allerdings frage ich mich dann auch, ob das halt wichtiger ist als ich. Weil er hat mehr Bilder drin von seinem Sport als von sich selber. Dass es im Ausland runtergeladen worden ist und deswegen, was finde ich total seltsam, weil im Ausland ändert sich ja jetzt nicht unbedingt die Telefonnummer oder wenn ich in Deutschland bin, lade ich vielleicht dann WhatsApp nochmal neu runter und lasse es nicht mit so einer ausländischen Nummer, also finde ich irgendwie total merkwürdig. Also schon ein bisschen sehr seltsam, würde mich jetzt nicht
ansprechen, alleine deswegen schon. Hier sind viele Landschaftsbilder drauf, mehr Landschaftsbilder als die Person selber. Es sind einfach sehr wenig Bilder von ihm und mehr Bilder von der Umgebung drauf. Macht mich jetzt nicht so an. Aha, ich habe aufgehört, die eine zu suchen und dann möchte ich jetzt eine andere. Was heißt denn das? Ich will als Frau ja auch die eine für denjenigen sein. Also ist jetzt ist nicht so. Ja, du kannst jetzt glauben, dass das sehr kritisch ist, aber so funktioniert das nun mal. Ich kann dir natürlich jetzt sagen, ach ja, und hier und da muss man drüber hinwegsehen, aber so wird es ja nun mal nicht gemacht. Die Frau schaut sich das schnell an, die fliegt da drüber innerhalb von ein paar Sekunden und bewertet. Ich gebe dir jetzt hier die Bewertung, wie es nicht funktioniert. Wie es funktioniert, habe ich dir bereits gesagt. In dem anderen Video gibt auch immer wieder noch mal Hinweise dazu, was man hätte besser machen können. Aber es sind einfach so viele Beispiele. Es ist echt erschreckend, dass es so wenig gute Profile gibt, die interessant sind für eine Frau. Ja, unter dem Text steht jetzt, dass er gut erzogen ist. Tja, was bedeutet das? Er ist gut erzogen. Wie ein Hund? Und deswegen macht Männchen? Also, finde ich eine sehr komische Aussage. Da fragt sich die Frau einfach, was meint er denn damit? Das ist. Warum? Ja, das ist jetzt interessant. Ich habe nicht zu Ende gelesen. Finanziell unabhängig. Dann kann man schon mal davon ausgehen, dass er nicht finanziell unabhängig ist und dann, das verkauft er als Witz und dass man es herausfinden soll. Oh. Nope. Ich will das nicht herausfinden. Ich will mir auch keine. Ich will da nicht. Ich will mich nicht anstrengen bei so einer Geschichte. Ich will ein leichtes Kennenlernen. Ich will wissen, wie bist du? Sag mir einfach schon mal deine Eckdaten, ob das zwischen uns passen könnte, dass wir uns Zeit nehmen, gegenseitig kennenzulernen. Ich will da nicht ein Rätsel haben und schon eine Herausforderung gestellt werden. Wer bist du denn? Soll ich da raten? Ich kann bei jedem Profil. Bei jedem Profil raten, ob du so oder so bist. Das finde ich total doof. Sorry. Ja, er ist noch Student. Er ist schon ganz schön alt für einen Student. Würde ich mir den Text unten drunter schon gar nicht mehr angucken. Allerdings, ich weiß ja gar nicht, mit wem ich da spreche anhand der Bilder. Ja, hier ist das erste Bild direkt mit seiner Familie. Das ist definitiv sein Vater, weil die sich auch sehr ähnlich sehen. Warum macht er das mit einem Vater drauf? Soll der mitkommen? Ist er beim Date dann auch dabei, beim ersten Date? Wird dann direkt die Frau begutachtet? Boah, ne. Hat nette, sympathische Bilder drin. Attraktiver Mann. Er lächelt auf jedem Bild oder lacht. Scheint. Ja, potenziell ein guter Kandidat zu sein. Ja, ich glaube, das reicht. Du hast einen guten Eindruck. Es wird auch schon dunkel, wie du gemerkt hast. Ich arbeite auch abends. Du hast einen guten Eindruck bekommen, was wirklich nicht geht. Du hast auch gesehen, anhand der Profile, die ich jetzt durchgeklickt habe, dass wirklich viele Profile dabei sind, die für Frauen uninteressant sind. Und umso wichtiger ist es, dass du dein Profil mit den richtigen Punkten aufsetzt, was das Profilbild angeht, was den Text angeht. Bau es richtig auf und so steigerst du deine Chance schon mal komplett. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.